Bido. Was ist das denn da? Bitte in die Kamera lächeln, Samantha. Hä? Hi. Ich wusste doch, dass du eine Zauberkünstlerin bist. Ich habe nur ein bisschen gebummelt. Verstehe. Die haben ja auch ein paar coole Sachen. Letzte Woche zum Beispiel habe ich falsche Kotze für eine Filmszene gekauft. Freut mich, dass du fündig geworden bist. Was machst du eigentlich hier? Bist du mir etwa gefolgt? In deinen Träumen. Deinen heißen, fantasievollen Träumen. Wann lassen wir es krachen? Vergiss es, Kinderman. Und du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich war nur gerade dabei, ein paar unwichtige Szenen zu drehen. Verzeih mir bitte, dass ich existiere. Meine Mutter konnte das zwar nicht, aber vielleicht kannst du es ja. Hey, schau dir mal die Augenbrauen an. Klassisch. Warum ist jetzt hier auf einmal so viel los? Und wo will sie hin? Das ist alles schon wieder hochgradig merkwürdig. Und wieso dauert das Laden immer so lange? Nein, das will ich doch gar nicht. Das will ich. Falle stellen haben wir schon was. Nur erst 3%. Eieiei. Gut, die Queen Street. Gucken wir uns da mal um. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ansonsten geht's wieder zurück nach Sir Edmund da. Sir, hast du nicht gesehen? Edmund Dingster, Bumster. Windy Dog Combat Streak. Alice-Laden. Warte mal, können wir da jetzt rein? Das wäre es ja jetzt. Dann müsste das eigentlich damit zu tun haben. Das neue Rätsel klingt so, als würde es um Alice im Wunderland gehen. Aha. Vielleicht sollte ich mir den Laden mal ansehen. Aha. Okay, also ist das... Ach du liebe Zeit. Also dieses ganze Rätselgedöns hier wahrscheinlich unabhängig von unserer Hauptstory. Ach du liebe Zeit. Kaninchenmaske. Oh, Hasi. Diese Kaninchenmaske ist ja nicht so der Knaller. Die haben hier wirklich gute Sachen, aber ich habe gelernt, dass man sich auf Reisen mit Einkäufen zurückhalten sollte. Vielleicht habe ich ja eines Tages ein eigenes Zuhause, wo ich dann Platz für solche Dinge habe. Das verrückten Hut machen. Eieiei. That perfect face, whose smile to own. That perfect face, whose smile to own. Smile? Wohl, weil der Typ so merkwürdig grinst. Nein! Wo kommen denn jetzt auf einmal die Geräusche her? Grinse, Katze. Da ist sie doch. Oh Gott. X. Auf den Zähnen wurden Buchstaben eingraviert. Vielleicht ist das ja ein Buchstabenschloss. Aber wie lautet das richtige Kennwort? Oh nein. E. Oh nein, ey. Oh nein. Okay, schauen wir uns gleich an. Haben wir sonst noch was hier? Hotspots. Hutmacher, diverse Artikel, Grinse, Katze, Postkartenständer. Informationstafel. Da! Ich hätte gerne diesen Stadtplan. Das macht 5 Pfund. Danke. Aha. Ah, okay. Dodos. Ich erinnere mich noch daran, dass diese Vogelart in Alice im Wunderland vorkommt. Aber was hat das mit Oxford zu tun? Auf der Postkarte steht, dass Alice Langer Hals in Alice im Wunderland auf die Feuerböcke im Speisesaal des Christchurch College zurückgeht. Mhm. Okay. Was sagt die Verkäuferin uns? Hi, kannst du mir vielleicht etwas über die Plätze in Oxford und Umgebung erzählen, die in Alice im Wunderland vorkommen? Tut mir leid, ich arbeite hier nur. Ich bin nicht wirklich eine Expertin. Aber wir haben auf dem Ständer dort drüben interessante Postkarten. Vielleicht wirst du dort fündig. Okay, danke. Das ist keine große Hilfe. Die haben hier wirklich gute Sachen, aber ich... Okay, jetzt kommt das Schloss. Hat das was mit dem Rätsel zu tun, was wir jetzt vom Daedalus-Klo, also aus dem Zauberladen, haben? Oder...
X-I-M-S-E-T-L-A. Und ich kann jeden Buchstaben... Nichts. Ich kann aber auch keinen Buchstaben... Nee, keinen Buchstaben irgendwie eindrücken? Nichts. Ja. Also muss ich die wohl direkt so, wie sie auch in der Reihenfolge sind. Wo ist denn... Was hat die jetzt überhaupt alles hier mitgehen lassen? Leck mich am Affenarsch. Telefonspion? Dieses kleine Gerät schreit um Hilfe. Wie süß. Ich habe alle Dinge besorgt, die ich für die Blitzpulverfallen brauche. Jetzt muss ich sie nur noch zusammenbauen. Diesen Stadtplan kann ich gut gebrauchen, wenn ich nach London fahre. Es begann mit der Grinsekatze in Alice Littles Laden. Dodo Doxon zerbrach ein Ei. Darauf schrie die Königin ab mit dem Kopf. Feurige Böcke verzehrten Futter mit Hälsen lang wie ein Nordsteig. Finde Alice, weit ist sie nicht. Folge ihren besten... Ach, wie hieß das nochmal? Folge ihren besten... Ihren festen Blicken, Entschuldigung. Ihren festen Blicken sucht zuletzt den weißen Hasen und gib ein des Reimes Namen. Muss ich mir vielleicht den hier nochmal angucken? That perfect face whose smile to own. Smile? Wohl, weil der Typ so merkwürdig grinst. Smile? Warte mal. Können wir das nicht auch mit den Buchstaben hier eingeben? Smile. Ja, tatsächlich. S-I-M-L-E. Und dann X? Nichts. Hä? Moment. S... Mann! S... I M L und jetzt? Nichts. Mann. Ja, und jetzt, was soll ich jetzt machen? S M L. Das war's! Willst du mich verarschen? Das habe ich doch jetzt eben dreimal eingegeben, oder nicht? Das Universitätsmuseum. Oh. Es muss etwas mit dem Rätsel zu tun haben. Ja, leg's weg. Hä? Nein, was ist das? Puzzle! Goldstücke für das Rätsel alle wirr los C. Ich muss mehr davon finden. Toll. Na, immerhin. 43%. Freunde, ich würde sagen... Und das hier war Eintrittskarte. Eine Eintrittskarte für das Universitätsmuseum. Ja. Ein Teil des Rätsels muss damit zu tun haben. Aber wo ist das jetzt? Nach verkehrt. Universität, da ist es doch. Schon wieder ein neuer Ort. Wie geil. Wow. Wenn Dinosaurier, kann ich nicht lesen. Die Erde. Weiß ich nicht. Rückkehren zur Erde, die Erde erobern, keine Ahnung. Als die Dinosaurier über die Erde herrschten. Bank. Skelett. Dodo. Eine weiche, gemütliche Bank. Ist das ein Hund oder ein Wolf? Waren die wirklich mal so groß? Unglaublich.
sieht zwar irgendwie vertrottelt aus, aber total süß. Ein Jammer, dass diese Vogelart ausgestorben ist. Mhm. Wie weit? Oh oh. Was? Was? Das ist das Symbol des Daedalus-Clubs. Das Ei gehört zum Rätsel. Ich leihe es mir mal aus, bis ich herausgefunden habe, wie man es aufkriegt. Wie geil. Nimmt die sich dann einfach mit. Okay. Und Hotspot Architektur können wir uns natürlich angucken. Ich liebe diese Mischung aus alter und neuer Architektur. Dinosaurierbanner, Bushaltestelle. Super, klasse, das ist alles? Hm, okay. Weg. Dodo zerbrach ein Ei. Darauf schrie die Königin ab mit dem Kopf. Hm. Nein, nun geh doch endlich weg. Auf dem Ei befindet sich das Symbol des Daedalus-Clubs. Okay. Aber die Oberfläche ist ganz glatt und da ist nichts, was darauf hindeutet, wie man das Ei aufkriegt. Irgendwie muss man das Ding doch aufkriegen. Wie öffnet man ein Ei? Naja, normalerweise, wenn was drin ist, öffnet sich es selber, aber... Mann, ey! Wieso können wir die Architektur, also... Ist das ein Hund oder ein... Na. Wieso kann ich die Bank benutzen? Hallo, wieso... Hä? Ach, ne... warte mal. Tatsächlich. Ich fass es ja wohl nicht. Mach es ganz natürlich und jetzt setz dich drauf und brüte es aus. Was macht sie jetzt? Na! Was macht sie so? Mann, komm ich mir blöd vor. Das hat sogar geklappt. Oh, scheiße. Was ist denn das? Inhalt des Eis. Ein Teil des Rebus. Das was? Hogwarts? Ich schätze, dass der Film teilweise hier gedreht wurde. Aber wo auf dem Campus? Was noch? Goldstücke für das... Zack. Warte. Zack. Haha! Oh nein, schon wieder so ein Rätsel. Ah. Oh, das war eben zu viel für meinen Rachen. Ah. Ah, guck mal hier! Das Rätsel haben wir gelöst. In jeder Herde gibt es ein schwarzes Schaf. 7% ist... Aber ich denke mal, es geht gut voran. So, und haben wir jetzt hier vielleicht auch einen neuen... Wieso komme ich denn jetzt hier? Okay, geh zur Bushaltestelle. Ich sollte das Ei zurücklegen, bevor ich gehe. Ach so, natürlich. Hätte ich natürlich jetzt auch dran gedacht. So, und den Schaukasten zumachen. Oder auch nicht. Aber das Rätsel ging doch noch weiter. Hm. Wo müsste ich da jetzt hin? Warte mal, Chris Church war doch auch da drin erwähnt, oder nicht? Aber jetzt ist die Frage... Hauptschiff. Schwachsinn. Ich habe nie gehört, dass eine Kirche so genannt wird. Oder ein Teil der Kirche. Ach, guck mal an! Mulholland. Hi, Angela. Sam, du kennst die Kathedrale auch? Oh ja, ist ein schönes, ruhiges Plätzchen. Es ist wunderschön hier. Ich komme oft hierher. Als ich dir zum ersten Mal von dem Experiment erzählt habe, hatte ich den Eindruck, dass du Dr. Stiles kennst. Jeder kennt ihn. Aber die meisten Leute halten die Gerüchte über ihn für wahr. Dich scheint das aber nicht gekümmert zu haben. Nein.
Ich habe nie schlecht über Dr. Stiles gedacht. Ich habe ihn mal die Straße entlang gehen sehen. Da dachte ich mir, dass er so traurig und gut aussieht. Ich habe jemanden gefragt, wer das ist, und die Person sagte, das ist Dr. Stiles, der berühmte Neurobiologe. War das vor dem Unfall? Nein, danach. Und das war alles, was du damals über ihn gewusst hast? Mir war einfach klar, dass die Gerüchte nicht stimmen können. Aha. Also, sie scheint irgendwie ein bisschen neben der Spur zu leben. Kann das sein? Neulich hat mir jemand einen ziemlich coolen Trick vorgeführt. Kennst du dich mit Magie aus? Magie? Tricks mit Karten und Bechern, Illusionszauber, solche Sachen. Nein, das ist doch albern. Wie meinst du das? Ich mag echte Magie. Ein Sommernachtstraum zum Beispiel. Sollte man als Literaturstudentin kennen. Klar, Shakespeare gefällt mir. Aber ich stehe mehr auf viktorianische Literatur. Wie auch immer, das sind ja alles nur erfundene Geschichten, Angela. Ist übrigens echt komisch. Ich habe ja auch englische Literatur studiert, bevor ich zur Krankenpflege gewechselt habe. Ich habe ein paar meiner alten Professoren nach dir gefragt, aber sie kennen dich gar nicht. Ach, weißt du, ich bin ja noch nicht lange hier und halte mich eher ein bisschen zurück. Ich sitze ziemlich weit hinten. Ja, daran wird's wohl liegen. Und leichtgläubig ist sie auch. Warum magst du die Kathedrale so gern? Es ist die Feenkathedrale. Feen? Naja, in der Kirche von England spielen Feen nicht gerade eine große Rolle. Gleich da oben ist auch eine. Hä? Das ist ein Engel. Nein, eine Fee. Okay. Was macht die da? Die schnibbelt da irgendwie was zurecht. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ja, genau. Was machst du da? Was machst du denn da? Ich fertige eine Kopie des Fensters an. Ach, ey. Hey, sieht gut aus. Ganz schön komplizierte Schnitte. Wo hast du das gelernt? Auf meiner Insel fertigte man schon immer Papierfiguren an. Mein Vater hat es mir beigebracht. Diese Insel scheint ja echt ein nettes Fleckchen zu sein. Kannst froh sein. Magst du die Papierfigur haben? Nein. Aber Angela, du hast da so viel Arbeit reingesteckt. Es entspannt mich und ich habe viele davon. Sicher? Vielen Dank. Kommt nicht oft vor, dass Leute mir etwas schenken. Danke. Sam, arbeitest du für Dr. Stiles? Harvey hat das gesagt. Ja, ich wohne auf dem Dread Hill Anwesen. In dem Haus? Das ist keine gute Idee, Sam. Warum denn? Es gibt den Leuten Grund zum Reden. Ist mir egal. Ich bin seine Assistentin und das ist alles. Wie bist du denn an den Job rangekommen? Er hat jemanden gesucht und der Studentendienst hat mich geschickt. Ist echt keine große Sache, Angela. Ich weiß, ist halt nicht ganz ungefährlich. Ich meine, mit dem Ruf, den Dr. Stiles hat und alles. Ich hoffe für dich, dass alles gut geht. Danke. Sam, würde es dir was ausmachen, mich allein zu lassen? Ich muss über ein paar Unisachen nachdenken. Klar, ich wollte dich auch gar nicht stören. Wir sehen uns später auf dem Campus. Gut, bis dann. Bis dann. Was machst du da? Hä? Wieso kann ich den jetzt nochmal... Was machst du denn da? Ich fertige... Hey, auf mein... Diese Insel... Magst du die... Aber es entspannt... Sicher? Oh nein, schon wieder ein Bug oder was? Ja, halt es hoch, schön, und ich nehme es auf einmal und es... Bleibt in Sam, meinen Händen. Ja, in dem Haupt. Warum? Es ist... Wie bist du? Er hat... Ich war... Danke. Sam, klar. Gut. Schön, Gott sei Dank. Ich habe schon wieder gedacht, dass jetzt hier irgendwie das Spiel abkackt oder so. Oh. Können wir uns hier noch was angucken? Da geht's auch nochmal rein. Der Speisesaal ist im Moment geschlossen. Dann eben nicht. Freunde, aber ich würde vorschlagen, wir machen hier Schluss. Die Zeit ist erreicht. Der Teil ist lange genug. Und ja, dann würde ich auch erstmal sagen, dann war es das wieder von Grey Matter. Wir sind gut vorangekommen und ich denke mal, im nächsten Teil geht es dann weiter. Bis dahin, gute Nacht und NRW bei 18. Adieu.